Herzlich willkommen zurück zu Mario und Rabbids Sparks of Hope. Wir sind hier im Piratenset endlich. Nachdem wir im letzten Part ein bisschen die Overworld gemacht haben und halt ein bisschen gelevelt haben. Okay, ein Level, aber dann noch immer ein etwas. Und so ein bisschen. Fand ich auch nicht schlecht, denn so ein bisschen müssen wir das auch machen. Und wir sind jetzt im Piratenset. Anker lichten Leinen los und Regel setzen, für uns ne feinde Wohlfühlsäbel wetzen. Leute, die Glöcke in die Kajüte, vor starkem Wind sollte man sich hüten. Willkommen bei Kapitän Opera und die stürmhaften Räuber von der Toilettenbucht, meiner Operkompanie. Piraten haben Style, aber haben, ja, Peach meldet sich zum Dienst, jetzt gibt's Fechten auf den Planken. Eine Anerkennung von der Regisseur. Finsterzeit hat sich auf dem Piratenset ausgebreitet. Kamera, die verwende echt Finsterzeit-Augen für den Kraken. Immer schön zur Kamera gehen und Action. Oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Ist das etwa schon das Set? Ach komm, gerade wenn ich abdancen will zu der Musik. Boah. Ich glaube, ich mache erstmal die Set-Aufgaben, um wie heißt das, ein bisschen voranzukommen. Weil bevor ich jetzt Gegner besiege und dann muss ich die Gegner nochmal besiegen und so, beenden wir das Set, machen die Erkundung am Ende. Und ja. Ich glaube, das ist so die beste Entscheidung, die man treffen kann, weil sonst so, man schwingt immer hin und her. Und wir haben danach nur ein Set übrig. Ich bin überrascht. Also ist, glaube ich, wirklich ein kleiner DLC, aber für ein schöner. Alle mal an Bord! Besiege Wasserknechte. Es sind 7 Wasserknechte in 2 Runden. Ich glaube, wir heilen mein Team mal. Wir haben ein goldenes Prisma sogar erhalten. Um mehr sein, ich brauche es nicht. Es ist unnötig. Und deswegen ja. Heilungsschwamm? Okay. Also ich will irgendwie, glaube ich, hier einfach weiter fliegen können. Ja, mit Mario, deinen Bewegungsradius sollten wir auch mal erhöhen. Und dann machen wir weiter. Das sind Wasserknechte. Also da sind oben, wir schauen erstmal hier. Hier sind 3. 2, 1, 1. Wie will ich das denn jetzt machen? Also ist ja schon geil, wenn ich die hier alle irgendwie aus dem Weg räumen würde. Weil hinten kann ich mit Bomb-Oms arbeiten. Hier oben eigentlich auch. Vielleicht sollte ich mal jeden erstmal ein bisschen ransetzen. Vielleicht klone ich mich auch einfach hier. Da muss, kann ich mit Rabbit Peach auch noch was machen gleich. Weil jetzt kann ich den hier umbringen. Doppelgänger gut. Und ja, ich muss immer noch die eine Aufgabe nachholen, Leute. Ich weiß, aber erstmal bin ich dran, hier zu machen. Ich wollte sagen, das ist jetzt eigentlich nicht das Problem, glaube ich, das alles besiegen, zu besiegen. Ach, da ist auch noch ein Wasserknecht. Habe ich nicht gesehen, scheiße.
Raymond, da oben sind ja eh nur noch drei am Ende. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was ich machen will. Aber vielleicht wäre die Kanone nicht mal ganz so scheiße. Ich will hier irgendwie einer hier ausbreiten. Ah, dass man die nicht skippen kann, finde ich immer noch so ein bisschen fragwürdig, aber ist okay. Aber okay, wir haben es gut geschafft, ganz ehrlich. Einer fehlt, wir hätten ihn auch vielleicht umbringen können. Ich weiß, aber ich wusste es jetzt nicht. Und jetzt diese Bomb-Oms, die da unten sind, okay. Doppelgänger, vielleicht sollte ich ihn auch langsam upgraden, finde ich. Aber 145 Schaden ist auch nicht leider die Welt. Okay, dann machen wir es mal so. Ja, ich glaube alles, ich glaube es gibt 14 Match, genau, ich glaube 14 Angriffe, Aufgaben gibt es glaube ich irgendwie und... Oder ich weiß nicht, aber sollte 14 eigentlich sein. Und ich will alle sammeln, alle Gold, alle goldenen Operettenteile. Opfelhorn oder wie die heißen. Keine Beerdigung, okay. Egal, wir sind schon mal vom roten Bereich in den orangenen gekommen. Immer nett was, Leute. Ladezeiten, Ladezeiten, ich liebe Ladezeiten, Lade, okay. Also das ist echt schlimm, Marion Rabbit mit Ladezeiten schon etwas. Ich glaube, Finsight, okay, hier. Ah, hier ist sogar auch noch eine Mission hier anscheinend. Ach, doch, so, lieber. Okay, das heißt, erstmal zerstören wir wirklich hier erstmal die Aufgabe. Weil vorher kann ich nicht alles freischalten, was ist. Aber ich mag das Piraten-Set bisher sehr. Achso, ich mag es hier. So, dann komm, ach, dahinter ist auch noch komplett sehr viel. Okay. Hier ist unsichtbar, glaube ich. Bam, bam, bam. Ja, wir lassen die Gegner extra aus Seite. Ich weiß nicht, ob ich ihn besiegen muss. Okay. Boah, ich mag diese Sets echt. Also irgendwie geschafft. Ah, das heißt, die Kanonen führen uns alle zu den Sachen, oder wie? Oder kommt hier irgendwie noch ein Boss-Battle andererseits? Dann gehe ich erstmal runter, würde ich vorschlagen. Blaue Kugel, die nach oben gehört. Okay. Ich weiß zwar nicht, was uns das jetzt so bringt. Na, es bringt uns in diese Abschnitte, aber bring mir die Abschnitte was, wenn ihr versteht. Weil noch würde ich sagen, nein, obwohl... Nee, glaube noch nicht.
Ich schau mich erstmal hier um. Hier ist noch was. Okay, hier ist alles mit Maschinen voll. Nein, das heißt doch, die brauchen diese Abschnitte, weil das uns die weiteren Pinterteile zerstört. Okay. Da oben. Warte mal, vielleicht mit. Ich wollte nicht gegen so einen kämpfen. Nein. Ah, das kann lange dauern. Also das ist nur eine oder das ist so eine kleine Aufgabe, aber die Ladezeiten, die regen mich auf. Ich habe bald vor, glaube ich, die. Ich könnte die rauscutten, aber dann. Ja, ich glaube, ich werde die rauscutten vielleicht. Und hier sind drei Gegner. Ah, ich meine, es sind vier Gegner. Okay. Rebel Peach geht dann hier hin. Und Rayman. Ich habe eine Idee, Rayman. Ich weiß, die ist wieder ein bisschen waldkaisig, aber egal. Na, okay, ich habe jetzt nicht alle. Ich habe, glaube ich, nicht alle umgebracht. Na, ich habe gar keinen umgebracht. Okay, das ist. Okay, das ist mega blöd. Egal, ich kriege ich jetzt tot. Na, ich hätte. Okay, die Rakete hat auch bei gar nicht so viel gebracht, leider. Ach so. Dum, dum, dum. Ja, hier so ausweichen, okay. Weil ich ja eh nichts machen kann und ich eh irgendwie nach vorne muss. Okay, 800, ich glaube 1000 Leben hat der. Nein, der kommt immer näher. Das ist so einer. Ich würde Schutzschild geben und dann gehe ich, glaube ich, rauf. Gleich. Und vorher will ich, glaube ich, mit Rayman. Ich will ihn irgendwie noch. Ich will die hier hinschieben, beide. Damit ich halt gleich beide angreifen kann. So. Ja, machen wir es so. Ah, nee, warte, war es vielleicht. Das war blöd eigentlich. Nee, da kommt eh wieder. Er sollte ich nur auch besiegen können. Okay, doch einfach gemacht, obwohl es auch 3 Minuten gefressen hat. Und ich habe nicht gewusst, dass wir wirklich auch in beide hin müssen. Ah. Haben wir dann am Ende nochmal so ein richtiges, einen richtigen Boss oder ist es so schon die Stage gewesen, dass wir Piratenset als so haben? Okay. Aber, oh nee, sag nicht. Habe ich hier irgendwas, was ich vergessehe? Ich hab die, okay, aber, okay. Ah, doch. Man muss wirklich gut machen. Oh, hätte ich eigentlich den Kampf auch sparen können. Egal. Ein bisschen gelevelt, ist ja nicht schlimm. Hilft mir für diese Quiz-Show da. So, immer der Kraken hin und her.
Schon so ein bisschen Mario-Style hier so. So, jetzt fehlt uns noch eins. Und das ist die da vorne. Da müssen wir wohl dann ganz nach hinten. Okay, Leute. Alle Mann in der Kanone und... Oh nee, die führt uns zurück, kann das sein? Ach komm, ich hab's nicht gewusst. Obwohl es eigentlich voraussehbar war. Alles ist die mittlere Kanone. Tut mir leid, Leute. Ja, ins Labyrinth da auch. Okay, das sieht man auch eigentlich. Ah, wir müssen sogar hier hin. Achso, okay. Wollte gerade fragen, müssen wir hier hin? Okay, hier runter. Dann aktivieren das hier. Ich mag diese Filmsets. Das war auch bei Luigi's Mansion sehr schön gemacht. Okay, dann ist es wirklich einfach. Weil das ist ja eigentlich wirklich das einzigste, das Teil, so wie bei dem Western-Set. Dass ich die irgendwie, dann werde ich die irgendwie verknüpfen, die beiden. Und so im letzten, werde ich den halt irgendwie durchrushen, auch noch so ein bisschen durchmachen. Ach ja, Rayman. Ich schaff das. Nein, du schaffst es nicht. Lass mich das übernehmen. Also ganz ehrlich, dass ich mich so gerade dumm angestellt habe, ist auch wieder unglaublich. Oh, danke. Ach du Heilige. Schiffsbruch, wir sinken. Leute, ahoi. Jungs, starten wir Mission Krake. Heißt die wirklich Mission Krake? Oh, aber guck mal, wir sind sogar ein bisschen drüber. Ich glaube, wir sind Level 6 ungefähr und wir nur Level 4. Okay, das hat auch gut gemacht, dass wir da ein bisschen gemacht haben. So, das wird natürlich irgendwas mit Finsterzeit sein, denke ich mal. Na. Oh, okay, das sieht groß aus. Oh, Phantom! Der Krake, wir haben ihn für ein Lied gecastet, nachdem seine letzten 4 Filme gefloppt sind. Und den ganzen Glaubwürdigen zu feiern haben wir etwas Finsterzeit hinzugefügt. Seine Schwachpunkte sind die Finsterzeit-Augen auf seinem Rücken. Wenn er sich dreht, sind die geschützt. Das ist eure Gelegenheit zuzuschlagen. Der Krake konzentriert seine Angriffe auf die Inseln. Zum Glück muss er danach erstmal wieder seine Kräfte sammeln. Das ist der Moment, um zuzuschlagen. Solltet ihr dahin scheinen, dann versucht so etwas Piratenmäßiges wie Arr zu schreien und der Zähne mehr Tiefe zu verleihen. Wir machen gerne mit Piraten! Joho! Ich habe jetzt noch Level 5, oder? Ja, okay. Ich glaube mal, wir gehen mit allen dahin. Wir haben 7 Züge, also das ist schon etwas Längeres.
Ich könnte mit Ramen nach oben. Will ich das? Ich weiß es nicht. Ich meine, irgendwas muss ich auf jeden Fall noch machen. Aber ich glaube, mit Ramen würde ich erstmal was anderes machen. Denn ich weiß, dass ich fast den hier umbringen könnte. Okay, vielleicht fliege ich mit. Oder mach's so, dann kann ich den auch irgendwie noch nach hinten. Man kann Ramen da auch noch irgendwie auch noch ein bisschen was ausrichten. Weil spätestens, wenn ich mich jetzt verdopple, dann bin ich da. Aber ich will nicht, dass mein Klon stirbt sofort. Also ganz ehrlich, so mein Klon, wenn ich ihn behalten würde und ich irgendwie immer fast gut jumpen kann, dann wäre geil. Na gut, im Notfall kann ich ja noch irgendwas machen. Ah, ich kann es wechseln. Okay, das ist geil. Ja, erstmal habe ich schon mal so getötet. Wir müssen 9 töten. Oh, ich find's so geil. Das heißt, unsere Zeit zuzuschlagen ist genau jetzt. Nein, Sniper habe ich vergessen. Ganz kurz heilen. Ich versuche was anderes, Leute. Nee, ich glaube, ich werde auch nur angreifen können, kann das sein. Oder gar keinen. Okay, aber alle sollten es schaffen bis hierhin. Okay, das heißt, dann versuchen wir einfach alle jetzt wegzupumpen und dann gehen wir auf die andere Seite. Okay, Raymond. Okay, Raymond. Ja, weil sie das schafft. Und dann kann ich mal schauen, ob ich mich denn noch irgendwie woanders hinzubewegen tue. Das Gute ist halt, dass wir auch wirklich die eine Rabbit Peach noch haben. Die hat uns aber auch schon gut den Hals gerettet, gerade hier. Wäre natürlich geil, wenn ich jetzt schon die nächsten Winterzeitpfützen auftauchen, aber... Oh, scheiße, scheiße! Ah, nee, der braucht Zeit zum Aufladen. Dennoch würde ich sagen, dass ich das mache hier. Und Rabbit Mario ist halt ein bisschen wirklich viel am Platz, leider. Wohin fliege ich? Dann lass mich aber ein bisschen nach unten verstecken. Ja, stimmt, wie geil ist das? Und zwar mal Heilung wegen den Doppelgänger. Ist mir gar nicht aufgefallen. Auch wenn es nur Mini-Prozente sind, ist mir doch egal. Ist nicht schlimm, wir können einmal opfern. Nein, können wir, obwohl doch können wir. Nein, außer wenn der Sniper den jetzt wegballert, aber dann wäre es auch scheiße. Aber selbst dann könnten wir vielleicht überleben wegen den ganzen. Weil World Mario ist wahrscheinlich dann wirklich viel am Platz ein bisschen hier. Alter, bist du. Achso, du bist nicht der Einzige hier. Oh, oh! Das Schiff ist ein Gegnerschiff. Ah, die wird den.
Wir werden uns alle gleich wegkatapultieren, würde ich vorschlagen. Ich weiß, es ist dumm, aber kann ich die Rakete benutzen, um mindestens einen wegzumachen und so? Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich krieg den da oben nicht. Ich könnte es mit zwei neuen Bewegungsradios schaffen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Tschüssi. Nope. Einen neuen Bewegungsradius, wenn ich, würde ich dennoch einleiten. Rayman. Nein. Ah, Rayman. Scheiße. Tut mir leid. Das ist blöd. Und springen. Das heißt, wir müssen eigentlich auf die Seite jetzt am besten. So. Ja, Rayman, es tut mir so unfassbar leid jetzt. Ich hoffe, du verreckst. Also ich denke mal nicht, dass du jetzt 10 Millionen Schaden erleidest. Also jetzt mal ganz ehrlich. Wenn schon, dann... I'm sorry. Ich habe nicht gewusst, dass das passiert. Machen es so, weil im Notfall kann ich noch vereisen. Was ich auch machen muss. Weil das im nächsten Mal können wir dann auch sogar vielleicht alle besiegen. Rayman, du darfst eigentlich nicht krepieren so richtig. Du wirst zwar einmal sehr viel Schaden. Ich denke 200. Komm schon, mehr! Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht! Wenn du erlebst, du hast easy. Dann gebe ich dir gleich sogar noch einen Pilz zum Fressen. Ah nein, das war ein Gegner. Also bei, auch bei Rayman. Aber warte mal. Ich habe Unempfindlichkeit. Da war ja was. Klar, oh nein. Okay, Rayman kann zum Beispiel hier gerade nichts mehr machen. Ich bin echt gezwungen, langsam wegzugehen mit ihm. Und ich sag's mal so. Rayman, du kommst sofort eh dahin. Mehr sein, ich versuche mit Rayman sogar. Ja, wäre es mein Tod gewesen, dann wäre ich schon echt traurig gewesen. Ha, okay, wie der Pferd. Da ist schon länger der Part um diese Welt. Okay, ich habe mich auch ein bisschen angelegt mit Gegner und so. Ah, ich kann nur noch eine Attacke ausführen. Kommt Rabbit Mario wirklich nichts dran? Das wäre. Oder muss ich wirklich ganz vorne stehen mit Rabbit Mario? Wenn ja, dann mache ich es, okay. Ja, ganz vorne mit Rabbit Mario. Zwei. Krass. Gewonnen.
Rabbit Mario kann zwei. Oh, okay. Irgendwie habe ich aber auch gewusst, dass sie nach vorne müssen. Immerhin geschafft, die Mission und so. Na, mein Publikum ist mal gelb lang. Ui. Was, nur zwei? Das Wochenblatt von Prima Paletti schreibt, nur halb so unfassbar langweilig, wie man meinen würde. Fortschritt. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, noch eine Aufgabe, weil diese Mario, Rabbit Mario und Rayman Mission mache ich nicht. Die ist noch ein bisschen zu krass. Klar, wenn ich wieder 30 Minuten opfern will, dann mache ich das gerne. Aber ich mache die einfach so Zusammenhang mit der Westernwelt, die zwei Missionen. Ihr habt alle an den Fernsehen gefesselt, selbst in der Zuschauergruppe schwer zu begeisterten Roboter. Kunstkritiker haben deutlich mehr eingeschaltet. Die Crew hat Tränen gelacht. Wie konnte unsere Professionalität gerade noch so wahren? Super, Hauptsache mein Name auf dem Filmplakat ist größer als die Namen der anderen. Sonst komme ich nicht mit auf Pressetour. Ich weiß. Bisschen mehr? Zum Mittelalter zählt. Nein. Ich lande da, oder? Ja, komm. Also diesen Schuh will ich da eigentlich noch gerne haben, weil ich will nicht kämpfen. Und ich grade auf jeden Fall, was ich jetzt auch mache, den Doppelgänger ab. Sehr wichtig. Gewonnen. Wir machen es aber am besten so. Was sind die ganzen blauen Münzen? Ich sehe die halt nicht. Okay, dann waren die. Ach, warte mal, vielleicht hier unten. Ah, da unten kommt man hoch, okay. Okay, machen wir es jetzt so. Hier rum. Hier rum. Hier. Nee, hier ist nichts, oder? Hä? Ich habe noch einen in der Luft gesehen. Okay, Frage beantwortet, Wieland. Hab nicht gesehen, als welche in der Luft waren. Ja, der Part wird diesmal ein bisschen länger als die anderen, das sehe ich, Leute. Aber ist ja nicht schlimm. Ich werde jetzt mal ganz schnell nach da oben. So. Am Ende schaue ich mal, was der noch haben will. Ah, da hinten. Einfach die Wand hier zum Kunstwerk einreißen. Sehr schön. Okay. Und jetzt noch den Wettbewerb. Und die eine Aufgabe habe ich ja gesagt schon. Ah, oder gibt es hier gar keine Aufgabe? Ah, nee, ich glaube, hier gibt es gar keine Aufgabe wie nehmen. Oder? Achso, nee, es gibt. Achso, okay, dann sind wir fertig schon. Das hier ist die Westernwelt. Was ist denn hier? Ah, hier ist verfügbarer Inhalt. Also, ja, stimmt. Ja, nur noch das hier.
Hier ist es auch noch, diese Mission. Okay, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Aber nicht vergessen, um den nächsten Part von Super Mario. Jetzt habe ich euch schon mehr Super Mario gesagt. Ich bin auch ein bisschen verwirrt deswegen, Leute. Zu Mario und Rabbids, Sparks Hop, nicht zu verpassen. Ich würde sagen, man sieht sich. Bis dann und ciao, ciao.